Hallo Leute, ihr seht schon, was ich jetzt spielen werde. Ich habe eine riesen Angst vor diesem Spiel, weil ich nicht weiß, was kommen wird. Ich habe riesige Angst. Ich werde sehr schnell panisch. Das bedeutet, dieses Spiel wird sehr witzig für mich. Aber naja. Ich würde sagen, wir fangen da mal an. Viel Spaß. Okay. Hallo? Okay. Ich höre intensives Weinen. Oder Wimmeln. Oh, das ist ein sehr schöner Revolver. Mister, was haben Sie vor? Hallo. Ach, diese Sounds in diesem Spiel werden mich so fertig machen. Ah, sie werden mich so fertig machen. Okay. Okay, da ist eine Frau. Da ist noch jemand. Was hast du vor? Wird er jetzt? Er wird doch nicht. Ja. Gott. Oh Gott, was ein düsterer Anfang. Ich ahne ganz, ganz, ganz Schlimmes. Okay. Wo liegen wir denn drin? Okay. Ja, Meister. Kannst du aufhören mit Humpeln? Was ist denn jetzt mit dem Spiel? Kriegen wir die Tür nochmal? Oh Gott. Okay. Was haben wir hier? Okay. Fortschrittsraum. In diesem Zimmer werden die Gegenstände aufbewahrt, die deinen Fortschritt im Spiel aufzeigen. Diese Gegenstände werden auf unterschiedliche Art und Weise gesammelt. Darunter auch am Ende eines Kapitels, sobald sie eingesammelt werden, sie automatisch. Also ist das hier quasi unser Safe Room? Oder was ist hier los? Herr im Himmel, bitte verschonen mich. Ach, das sind meine Schritte. Oh, nee. Okay. Hallo? Hello, Twain. Ah? It's Rose, your neighbor. Ja, was geht? I know it's late. And I know that I tend to be a little anxious about small things. Okay.
apologize for that, but I'm getting a bit worried. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Is everything all right? Could you call me? Ja, ich bin nur ein bisschen traurig. Everything's fine. All right. Bye bye. Das ist ja mal eine nette Nachbarin, ey. So eine hätte ich auch gerne. Ist sie... Okay. Das wollte ich jetzt nicht. Ist sie jetzt... Wohnt die hier drüben, oder? Seltsame Raumgestaltung. Okay. Von wann ist denn das Sofa ist, keine Ahnung, vom 18. Jahrhundert oder so. Oh. Böse, okay, also böse Katze angucken gleich. Schlechte Psyche. Okay, dann hören wir auf, die Katze anzugucken. Bin ich das, der die Schritte macht, oder was ist hier los? Okay, da ist irgendwas, höre ich. Okay, Verstand. Der Verstand deines Charakters beeinflusst dein Spiel entscheidend. Unter anderem wird der Verstand deines Charakters deutlich verwirrter, wenn du zu lange in der Dunkelheit herumstehst. Der Zustand des Verstandes deines Charakters wird unten links auf dem Bildschirm auf dem Gehirnsymbol angezeigt. Je deutlicher das Gehirn zu sehen ist, desto verwirrter ist dein Charakter und könnte gefährlich werden. Okay. Also müssen wir quasi auf unsere Psyche aufpassen. Ich mache alle Lichter an, die mir angeboten werden. Kleine Muschi, Alter. Ja, ein paranormale, du sollst lernen, sie zu erkennen. Okay. Ja. Licht bitte an. Dankeschön. Today the weather is going to be absolutely celestial. The temperature won't drop below 77 degrees and it's going to be one hell of a... Oh man, kann ich hier nicht einfach raus, dann bin ich fertig. And take your whole family to the beach. Take a day off and show your loved ones how much you care about them on this wonderful day. Können verwendet werden, um kaputte Leuchten zu reparieren. Today we got a special guest with us and we're going to have a lot of fun with him. His name is Dwayne Anderson. Family. Und wie... wie tue ich den jetzt im Inventar? Bewegen? Hallo? Links? Kann ich die in mein Inventar tun? Ne, kann ich... Nein. Was ist denn hier los? Soll ich die Krücke nehmen? Ne, ich nehme die Schlüssel. Was? Beginnt ein neues Kapitel. Okay. Annehmen. Dolores? Was ist denn das für ein Schlüssel? Hierfür? Schlüssel mit einem kleinen Spiegel. Ich hab so Angst. Okay, Tür auf. Oh Gott. Ja, meine Psyche, oh Gott, ach du Heilige. Nein, du gehst schon wieder ins Licht. Ich hab so Angst.
Ich spiele das auch gerade zum ersten Mal und in dunklem Zimmer und ich bin sau erschrecklich. Hä? Wo ist er hin? Okay. Also er geht nur nach da auf, alles klar. Okay, also der Spiegel ist weg. Nee, das ist die böse Katze, die gucken wir nicht an. Warum ist das auf? Okay, Almut sammeln und los geht's. Mein Gott, nein, ich will da nicht hoch. Okay. Also Kerzen sind quasi wie, soll ich jetzt mal unsere, wie tue ich die jetzt ins Inventar? Gott, jetzt muss ich da hoch. Ich will nicht. Licht, 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 Licht. Oh, ein Föhn, hallo. Pillen. Tabletten unterstützen deinen Verstand. Oh, Gott sei Dank. Ja. Aber wie tue ich die denn jetzt? Mein. Nein, hab ich jetzt. Hab ich? Warum nimmst du die? Ach so. Wow. Okay. Ja, ich brauche ein Billard-Cue oder so. Was sind das hier eigentlich für eine abgeranzte Bude? Tabletten. Warum nimmst du denn jetzt schon welche? Sorry, dass ich so wenig rede, aber ich habe so große Angst. Irgendwann wird hier jemand stehen und mich übelst erschrecken. Ich weiß es jetzt schon. Warum ist hier das Licht an? Was ist hier an? Gott, eigentlich sollte ich mich aus Wandschränken fernhalten. Aha, quietschende Türen. Ja, es geht nur so auf. Bist du mir jetzt nicht. Er ist immer noch da. Ich muss irgendwas finden, um den zu erreichen.
Okay, dann erkunden wir notgezwungen weiter das Haus. Oh Mama. Okay, hier scheint nichts zu sein. Okay. Ah, ein Schlüssel. Schlüssel mit Blitzsymbol. Naja. Den behalten wir erstmal. Ein Safe, an den kommen wir noch nicht ran. Ja. Oh, diese Puppe ist so unheimlich. Wandschrank, ja. Ich finde aber auch kein Feuerzeug. John und me, die Familie. Ich muss halt diesen Stab finden. Oh nein, hör auf. Trotzdem nochmal pillen. Oha, noch ein Schlüssel. Nein. Ich kann nicht in einem Horrorspiel in den Keller gehen. Nein. Das mache ich nicht. Das kann ich nicht. Das. Oh, Mutti. Hallo? Mister? Scheiße. Mister? Hallo? Warum gehst du nicht? Mann. Nein. Warum gehen die Lichter nicht? Oh mein Gott, Gottes Namen, gehen die Lichter nicht? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich werde nicht in den Keller gehen. Hallo? Wo geht's denn hin, Meister? Keine Nachricht. Ey. Oh Gott, was ist hier los? Was ist das? Gehört das hier dazu? Hallo? Oh Gott. Nee. Oh, ich will nicht. Okay,
Okay, es hat gespeichert. Das kann auch nichts Gutes heißen. Hör auf. Hör auf, mir Streiche zu spielen. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich kann nicht. Ich will nicht. Ach Gott, und jetzt hoch auf den Dachboden. Okay. So klinge ich jedes Mal, wenn ich früh morgens auf Arbeit muss. Hallo? Der der Schaukelstuhl. Okay, ein Bild. Ein alter Schaukelstuhl. Alter, leck mich am Arsch. Alter. Hey, was haben wir denn hier? Ach Gott. Hä? Ein alter Large. Okay. Okay, wir sind jetzt hier. Ah, noch ein Pantoffel. Ach ja, hier. Pantoffel. Was? Okay, VH, Audio-Recorder. Ich weiß jetzt nicht, können wir das jetzt abhören? Dolores' symptoms are aggravating. Doctors tell me it's become very hard to pinpoint the exact disorder. They tell me she's got symptoms of schizophrenia, bipolar disorder, psychosis, dementia and more. She often hears her own voice whispering a sequence of five numbers through the baby monitor. Oh. She said it's the key to her inner house. Was? What does that even mean? What am I supposed to do? Hallo, was für ein Zahlencode? Okay. Wir machen erstmal weiter. Da zieht sie mal schnell den Rest ihrer Gedärme durch die Gegend. Oh Gott. Hallo? Pillen. Erstmal eine Pille nehmen. Hä? Was? Wo? Hallo? Ah. Was? Was soll? okay. Okay. Ich würde aber auch sagen, damit war es erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall nicht.
Like und Abo nicht vergessen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ich mir wieder in die Hosen scheiße, wie gerade eben. Ciao.